In der Sporthalle geht es heute ums Kugelstoßen. Die Lehrperson hat einen Koffer mit Tablets mitgebracht. Die SchülerInnen sollen sich gegenseitig bei der Ausführung der Stoßbewegung filmen. Mithilfe einer App zur Bewegungsanalyse sollen sie sich vertieft mit den wichtigsten Aktionen der Stoßbewegung und deren funktionaler Belegung auseinandersetzen. Nach einem einleitenden Stundenteil mit allgemeinen und spezifischen Erwärmungsformen kommen alle zusammen. Die Lehrperson teilt die Tablets aus und führt ein in die einfache Bedienung des Programmes. Im Anschluss geht es in Kleingruppen weiter. Die SchülerInnen führen jeweils an verschiedenen Ecken der Sporthalle mehrere Standstöße aus und filmen sich dabei. Die Programme zur Bewegungsanalyse können aber mehr als nur filmen. Sie erlauben es, die Aufnahmen digital zu bearbeiten. Man kann die Filmsequenzen in beliebiger Geschwindigkeit oder zeitgleich mit einem anderen Video abspielen. Außerdem können grafische Formen wie Linien und Winkel eingezeichnet werden. Auch Text- und Audiokommentare kann man einfügen. Neben motivationalen Gründen bieten diese Möglichkeiten auch aus fachdidaktischer und lehr-lernpsychologischer Sicht viele Vorteile. Das Unterrichtsvorhaben mit digitalen Medien spricht verschiedene zentrale Kompetenzen des Bildungsplans an. Neben der Bewegungskompetenz erlaubt das Medium vor allem einen Perspektivwechsel von der Rolle des Sporttreibenden in die Rolle des Zuschauenden. Jede Bewegung ist unmittelbar nach der Ausführung für die SchülerInnen sichtbar. So können sie ihre individuelle Wahrnehmung während der Bewegung direkt abgleichen mit der eigenen Betrachtung im Nachhinein. Das schult die Eigenwahrnehmung, regt Reflexionsprozesse an und bildet Urteilskompetenzen aus. Die Splitscreen-Funktion ermöglicht den Lernenden zudem, ihre eigenen Bewegungen mit der einer optimalen Bewegungsausführung zu vergleichen. So können sie einfach den Soll- und Ist-Zustand der Bewegung abgleichen und erlangen so differenziertes Wissen über die einzelnen Phasen der Stoßbewegung. Aus lehr-lernpsychologischer Sicht liegt der Mehrwert in der Bereitstellung von Impulsen zur kognitiven Aktivierung. So werden die Standstöße nicht nur blind nachvollzogen, wie es beim klassischen Üben der Fall wäre. Vielmehr stellt das digitale Medium eine externe Repräsentation der eigenen Bewegung zur Verfügung. SchülerInnen können so nicht nur ihren eigenen Bewegungsablauf optimieren, sondern auch Haupt- und Hilfsaktionen sowie Aktionsmodalitäten der Kugelstoßbewegung erkennen und deren Funktionen verstehen. Zur kognitiven Aktivierung eignet sich auch die Möglichkeit, die Bewegungsausführung mit Audiokommentaren zu belegen. Neben der visuellen Verarbeitung verbalisieren die SchülerInnen also ihre Bewegungsausführungen. Lernpsychologisch ergibt sich hiermit eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem sportbezogenen Gegenstand. Denn um ihre Gedanken zu kommunizieren, müssen die SchülerInnen ihr Vorwissen aktiv abrufen und mit dem aktuell generierten Wissen verknüpfen. Das Medium ermöglicht insgesamt eine hohe SchülerInnenzentrierung. Aber Achtung! Um kognitive Überforderung zu vermeiden, muss die Lehrperson das Unterrichtsvorhaben durchgehend begleiten und die SchülerInnen an vielen Stellen unterstützen. Die Unterstützungsmaßnahmen können dabei ganz unterschiedlich aussehen. Die Unterstützung kann beispielsweise darin bestehen, den Fokus auf einzelne, zentrale Aspekte der Bewegung zu lenken. Die Lehrperson sollte auch Unterstützungsmaterialien bereitstellen. Das können Lernaufgaben oder kriteriengeleitete Beobachtungsbögen sein. Auch hilfreich sind Informationsblätter, die das bisher Gelernte und die Lernaufgabe abbilden. Neben der Begleitung und Moderation durch die Lehrkraft unterstützt auch das digitale Medium selbst die SchülerInnen. Das Aufzeichnen und anschließende Auswerten der Bewegung liefert jedem Lernenden nämlich ein sofortiges und personalisiertes Feedback. Eine derartige individuelle Unterstützungsmöglichkeit kann die Lehrperson allein nicht leisten. Die digitalen Programme zur Bewegungsanalyse eröffnen dadurch einfache Möglichkeiten der Binnendifferenzierung und Individualisierung. Unterstützend wirkt auch die Möglichkeit des Peer-Feedbacks. In Kleingruppen schauen sich die SchülerInnen die jeweiligen Filmsequenzen gemeinsam an, diskutieren darüber und erarbeiten Optimierungsvorschläge für jeden Einzelnen in der Gruppe. Die Forschung hat gezeigt, dass das gemeinsame Arbeiten vor allem in heterogenen Gruppen erfolgsversprechend ist, also wenn sich die SchülerInnen in ihren Ausgangsvoraussetzungen unterscheiden. Im Anschluss an die detaillierte Analyse ist es sinnvoll, wenn die SchülerInnen die Stoßbewegung erneut durchführen und filmen. Die Splitscreen-Funktion ermöglicht dann einen Vorher-Nachher-Vergleich.
Der kann individuelle Leistungsverbesserungen sichtbar machen und so motivierend auf die SchülerInnen wirken und ihre Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen. Am Ende der Stunde kommen die SchülerInnen nochmal im Plenum zusammen, um ihre Ergebnisse und Erkenntnisse auszutauschen. Dabei können die Videos leicht geteilt werden. Die Lehrperson kann zentrale Aspekte einzelner Videos aufgreifen und zur Anregung einer Reflexion nutzen. Eine Sicherungsphase, entweder in Präsenz oder als Hausaufgabe, stellt sicher, dass die SchülerInnen nachhaltiges Wissen generieren. Sportunterricht wird nämlich im Sinne des Bildungsauftrags erst dann richtig wertvoll, wenn SchülerInnen verstehen, was sie da machen. Sport treiben, mit Köpfchen eben.